Hey und hallo, ich begrüße euch herzlichst zurück zu einem weiteren Let's Play Clash of Clans. Ja, das Ganze hat ja nun doch ein wenig länger gedauert als vermutet, denn eigentlich wollte ich ja immer mal zwischendurch noch ein weiteres Let's Play bringen, kam dann allerdings noch etwas privater Natur dazu, was noch erledigt werden musste bei der Jagd selber. War es dann immer schwer, irgendwie irgendwas zu filmen, denn der ein oder andere von euch hat es vielleicht in den Livestreams mitbekommen, dass es etwas schwierig war. Und ja, ich will euch endlich mal mitnehmen, dass ich mal meine Errungenschaften einsammeln kann, denn ihr seht selber, Held der Ligen, werde ein Champion. Das haben wir jetzt hiermit abgegrast, 2000 Juwelen und 2000 EP. Und was haben wir denn noch offen? Ah, die Kriegsbeute. 15 Millionen Gold durch Clankriegsboni habe ich in der Zwischenzeit auch schon eingesammelt. Auch hier wollen wir nochmal die restlichen EPs und Juwelen einsammeln. Dadurch habe ich wieder ein bisschen größeren Puffer für ein eventuell kommendes Update in den nächsten Wochen, weil man hat ja auch schon das ein oder andere drüber gehört, was denn kommen soll. Ja. Was habe ich eigentlich demnächst vor, in meinen Let's Plays euch zu zeigen? Denn ihr seht es ja selber, die Errungenschaft Süßer Sieg habe ich jetzt ein wenig nach oben getrieben und auch werde ein Champion habe ich jetzt erledigt. Das heißt, bei 4249 war bei mir noch lange nicht Schluss. Nur hat bei mir dann irgendwann mal die Lust gefehlt, mich jedes Mal 6 Stunden hinzusetzen und ich weiß gar nicht. Es war recht anstrengend, das Ganze irgendwie zu vereinbaren und umzusetzen, denn es ist vieles auf der Strecke liegen geblieben. Und so habe ich dann gesagt, nee, ich gehe jetzt wieder nach unten, denn ich möchte ja, ihr seht es unten noch, die offenen Errungenschaften, Feuerlöscher, Kriegsbeute und Kriegsheld abarbeiten. Ja, das eine habt ihr ja schon mitbekommen, ein kleiner Aufruf, wer denn mal Lust hat, dass ich bei ihm mit CWs mache und das mit einem kleinen Besuch verbinde, kann das auch dann hier nochmal unter dem Video in den Kommentaren reinschreiben. Aber ich gebe euch zu bedenken, mein Dorf ist komplett maxed out. Auch hier an den Truppen seht ihr es. Das heißt, wenn ihr etwas schwächer seid, wäre es vielleicht unratsam zu sagen, hey Prof, ich möchte dich im nächsten CW mit dabei haben, denn es kann passieren, dass ich den Schnitt erheblich nach oben ziehe, dass dann eure letzten Leute im CW nichts verrichten können. Und das wäre dann doch ein wenig schade. Und das möchte ich auch gar nicht irgendwo den Leuten antun. Deswegen das vorher einfach mal abklären in eurem Clan. Wenn ihr denn noch Interesse habt, dann einfach nochmal, auch hier unten drunter in den Kommentaren, einfach mal ein kurzes Feedback dalassen. Ja, was habe ich als nächstes vor? Ihr habt es ja schon gesehen, dass ich noch ein, zwei Errungenschaften abzuarbeiten habe. Dabei geht es jetzt nur nicht um den Kriegshelden und die Kriegsbeute. Nein, ich werde euch in die nächsten Let's Plays mitnehmen, die Feuerlöscheraktion durchzuführen. Da habe ich schon 976 Feuerlöscher, ja, mal betrieben. Man hätte eigentlich sagen können, ich habe Infernos gekillt und somit das Feuer gelöscht. Das wäre vielleicht grammatikal richtig gewesen. Aber ihr kennt es ja, ich habe sowieso immer mal ein Faible, etwas anders auszusprechen, als es eigentlich grammatikal richtig ist. Und hier sollte eigentlich nur darum gehen, um ein wenig Spaß zu haben und euch wieder in die Welt von Clash of Clans zu entführen. Ja, ich tummel mich zurzeit bei 2504 Pokalen umher. Meine beiden Helden sind wach. Und wenn wir jetzt mal so in meinen kleinen Angriffslog schauen, ich habe mich jetzt auch mal die Tage wieder ein wenig runtergespielt. Ansonsten, ja, ich gehe mit Lavalunie los. Das muss ich ja ohnehin auch noch ein wenig üben. Bin da noch nicht ganz firm, denn ich suche mir, ihr werdet es nachher auch irgendwann mal nochmal sehen. Such mir immer relativ schwach ausgebaute Rathaus-Szene raus, weil ich es mir dann doch etwas einfacher machen möchte, weil ich ja im Krieg, habt ihr es gesehen, lieber mit Gomak losziehe. Das ist mir sicherer, auch 2 Sterne damit zu holen, als mit Lavalunien loszuziehen und eventuell zu versagen. Ja, mein Verteidigungslog, damit ihr euch den auch nochmal anschauen könnt. Da werde ich euch jetzt auch gleich nochmal so eins, zwei Let's Plays von zeigen, um noch ein bisschen was reinzupacken.
Denn das Ganze hier soll ja auch nur erstmals ein kleines Infovideo werden, was euch denn die nächste Zeit so eher ja, erinnert, hätte ich fast gesagt, ist ja nicht richtig, aber womit ich euch demnächst die Zeit vertreiben möchte in meinen Videos. Und ja, man sieht, man hat mir relativ viel klauen können. Wir gucken mal, was eigentlich das letzte interessante Let's Play ist. Wir gehen einfach mal auf Wiederholen, schauen uns das Ganze an. Ja, das ist meine aktuelle Farming Base. Ihr seht selber 825k und 657k an Elixier, Gold und DE biete ich ja recht genug an. Ihr seht es auch hier an den Sammlern, die sind recht voll. Aber mit einer Truppenkombo, die nur aus Riesen besteht und einem Heiler kommt man nicht allzu weit. Auch wenn Magier aus der CB kommen. Dort juckt mich alles herzlichst wenig. Und ihr seht es auch, ich stelle mein Gold schon an den Rand, denn Gold brauche ich zurzeit, ich sage jetzt bewusst zurzeit, nicht allzu viel, denn ich weiß nicht, was das nächste Update mit sich bringt. Da kann ja nun dann wieder was an Neuerungen auf uns zukommen. Aber durch die ganzen Leaks, die jetzt aufgetaucht sind, die sich vermutlich alles als Fakes rausgestellt haben, man weiß es nicht. Man muss es einfach mal ins Auge fassen, was denn da wahrheitsgemäß nun dran ist und was nicht. Ich möchte euch da jetzt auch gar nichts zu sagen, denn ich habe schon gesehen, der ein oder andere YouTuber hat es ja veröffentlicht gehabt. Ich selber bin da noch eher skeptisch. Das hört sich für mich alles eher sehr schön als ja, wahr zu sein. Also das ist für mich ein ganz, ganz heikles Thema. Oh, hier, der hat relativ gut abgeräumt. Ihr seht selber, ich habe ja vorhin schon mal gezeigt, meine Minen und Sammler sind recht leer. Der hier hat's drauf, der weiß, wo er hinzuschauen hat. Und schwuppsdiwuppsdi hat er mit relativ vielen kleinen Truppen doch sehr viel erreicht. Pokale, denke ich mal, sind dem egal. Denn wenn ich hier einen Loot von knapp 400 Kilo Gold mitnehmen kann, ist das natürlich nice. Hätte ich mich auch gefreut früher, aber das ist ja nun mal, die meisten verstecken sich dann in der Champions League, oder was heißt in der Champions League verstecken, die meisten gehen dann hoch, versuchen Pokale zu jagen. Da oben muss man dann eventuell, wenn man eine gute Def hat, ich habe sie leider nicht gehabt, kann man sich gut halten und da oben geht es auch den Leuten nicht um den Loot, sondern mehr um Pokale. Ja, ihr seht selber, die Clanburg wurde nicht richtig rausgelockt, dann einfach immer mal ein, zwei Truppen nachgesetzt. Die Barbaren zum Ablenken, die Minen werden ausgeräumt. Und er grast dann natürlich außen alles wunderbar ab. Ich denke mal, ihm kam es jetzt nur auf das Gold drauf an. Er hätte hier noch die Goldmine mitnehmen können. Aber hey, 400 Kilo Gold ist schön und muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem, was ich angeboten habe, ist das auch schon, ja, einen Kampf wert. Er hier war leider nicht ganz so erfolgreich. Bei ihm habe ich mich runtergelevelt. Das heißt, ich hatte nur einen Bogi, ihr habt es vorhin gesehen, abgesetzt. Konnte natürlich schön Rache machen. Hat sich dann gedacht, hey, was soll denn das? Ein richtig großer Fisch greift mich an. Da kann ich nochmal loslegen, bisschen Gas geben und den ausnehmen. Ja, da hat er leider die Rechnung nicht mit meiner Def gemacht. Und ich habe jetzt die Base des dahingehend gebaut. Die hatte ich ein wenig umgewandelt, oben zum Deffen gehabt. Und da habe ich schon festgestellt, dass es bei der Base relativ schwer ist, in die Mitte zu kommen. Das bescheinigt sich auch hier nochmal. An meinen DE kam bis jetzt groß noch keiner. Und ja, ich nutze den Expo-Bug nicht aus. Das ist mir eigentlich egal, wenn mich einer angreift und sich das verdient, das Ganze hier sich zu holen. Dann soll ich auch ganz ehrlich sagen, muss man es ja nicht schwerer machen, als es schon ohnehin ist, denn die Truppen sind ja auch verdammt teuer und tja, ihr seht jetzt hier, der setzt die Truppen, würde ich sagen, ein wenig falsch ab, denn der Magierturm macht hier jedes Mal kurzen Prozess, genauso der Mörser. Tja, und ich denke mal, er hat sich das Ganze auch etwas einfacher vorgestellt, hätte vielleicht mit ein bisschen Rage und wenn er über die ganze Breitseite gegangen wäre, sich leichter getan, zumindest mal ein Goldlager mitzunehmen, wobei ich für meine Begriffe eher gesagt hätte, ich muss mal gucken, wo denn jetzt die Magiertürme nicht allzu stark vertreten sind. Das Goldlager hätte ich mir geholt. Aber egal, jeder Spieler spielt ein wenig anders. Und tja,
Dadurch, dass ich ja gesagt habe, ich werde jetzt demnächst die Infernos jagen, werde ich auch jetzt noch einen kleinen Abschluss-Live-Kampf machen. Eventuell werde ich davon die nächsten Let's Plays ein wenig mehr von mitnehmen oder euch mitnehmen. Und damit ihr dann auch mal seht, wie ich live angreife. Und wir gehen einfach mal auf Angreifen. Schild ist aktiv. Mir ist auch erstmal egal, dass ich jetzt keinen Quadralunien komplett habe. Worauf ich noch ein bisschen schaue, das ist das Elixier zum einen, da ich hier noch die 2 Milliarden voll machen möchte. Dann schaut man natürlich in das Dorf rein. Sind Infernos da? Ja, nein, vielleicht. Hier sind keine, also drücken wir weiter. Hier schaut man uns das auch nochmal an. Der hat jetzt die Single Infernos. Wäre zwar relativ easy going für meine Lava-Lunien-Geschichte, aber die sind mir schon ein wenig zu gut. Ich achte darauf, dass ich 1er Infernos mitnehmen kann. Und ja, die Rathaus 9er verschone ich komplett. Hier sind zwar jetzt 1er Infernos. Die Queen ist auch nicht so hoch. Die X-Bogen sind auch niedrig. Allerdings, ich habe ja gesagt, ich möchte noch ein bisschen Elixier sammeln. Möchte dahingehend natürlich auf meine 2 Milliarden recht schnell noch kommen. Und den drücke ich dann natürlich weiter. Auch er hier hat keine Infernos. Kann man weitermachen, dass das alles momentan ein wenig kompakt gestellt ist. Ja, das stört mich gar nicht, denn ich bin ja noch ein wenig am Üben, am Schauen, ob ich nun eine Wand absetze, ob ich einzeln setze oder ob ich die über einen Eck setze. Da bin ich noch ein wenig am Experimentieren. Wenn bei euch einer dabei ist, der ein bisschen Ahnung von Quadralunien hat, kann doch mal einfach mal seine Erfahrungen unten drunter schreiben, wie ihr angreift. Setzt ihr die vereinzelt? Setzt ihr die als Wand ab? Was ist für euch effektiver? Und ja, da bin ich natürlich auch mal ganz offen für neue Informationen, denn allzu gut bin ich mit meinen Lavalunien nicht. Ich sag jetzt einfach mal, dass ich nicht gut bin. Denn Tiefstapeln, das tun wir doch alle gerne. Hier werden gerade die Infernos gebaut. Aber der bietet mir zu wenig Elixier an. Das ist natürlich immer so schade. Auch wenn man sich jetzt mal anschaut, ich habe 8,001 Millionen. Das heißt, ich bin eigentlich voll. Aber ihr kennt es ja, ich bin da sowieso immer ein wenig extremst drauf. Hier sind mir die Luftabwehren mit Level 8 ein wenig zu hoch. Auch die Infernos auf 3. Nee, das wage ich nicht. Das ist mir dann ein wenig zu riskant. Obwohl ich sagen muss, von der Beute her hätte sich das definitiv schon mal gelohnt gehabt. Nee, das ist auch nicht meins. Ja, das ist natürlich jetzt immer so die Sure, die dann das Ganze betrifft. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann irgendwann mal rausschneiden werde oder nicht. Jetzt nehme ich euch erstmal noch vollends mit, damit ihr das mal seht, wie ich denn meine Zeit bei Clash of Clans zurzeit verbringe. Einfach nur mal ein bisschen reinschauen, sich die Dörfer anschauen, wie andere Dörfer gestalten. Denn auch da findet man ein, zwei Möglichkeiten, sich eventuell für die eigene Pokébase oder Farmbase mal Anregungen mitzunehmen, um zu sagen, hey cool, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, das könnte eventuell effektiv sein zum Deffen. Ich selber mit meiner Base, die kann ich jetzt jemanden empfehlen oder nicht empfehlen, der noch nicht so weit ist wie ich, denn Gold steht sehr weit außen bei mir und ist doch recht, sag ich mal, fatal, wenn die Mauern etwas niedriger sind, wo dann die Leute ganz schnell an euer Gold kommen können. Deswegen ist das eher für euch nichts, für mich selber, da man ja immer mir nachgesagt hat, ich sei ein wenig geizig und solle doch mal ein wenig großzügiger sein. Stelle ich mein Gold zurzeit an den Rand, zwinge den Gegner dazu, natürlich links und rechts außen wegzugehen und seine Truppen selber zu dezimieren, denn man kann ja nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Das funktioniert irgendwie nicht. Und gerade wenn man nur 200 Truppen, 220 Truppen, also sprich Rathaus 8, Rathaus 9, kann man dahingehend nicht allzu viel mitnehmen. Ja, Elixier ist heutzutage nicht mehr ganz so viel da. Ich habe selber lange nicht mehr gefarmt.
Das sind jetzt nur 3er Infernos. Was heißt nur 3er Infernos? Die sind schon saustark. 370 Elixier. Oh, das wäre schon schick mitzunehmen, aber nein. Die X-Bows auf Level 4, die Infernos auf 3. Das ist mir alles schon ein wenig zu viel. Und ich möchte auch ein wenig Spaß haben. Deswegen suche ich mir etwas kleinere raus. Und tja, wir gucken mal. Der schaut doch schon mal recht interessant aus. Die Helden sind jetzt nicht da. Die Clanbox steht auch nicht ganz mittig. Das sollte mir ein wenig in die Karten spielen. Die Luftabwehr ist auch nicht ganz so stark ausgeprägt. Und ich würde mal sagen, wir setzen jetzt zwei Lava-Hunde hier, einen hier. Und dann versuche ich mal über die Ecke die Loons zu setzen. Dann hier hinten noch die Minions, die nachträglich aufräumen. Und jetzt müsste man natürlich mal schauen, dass man das hier freest. Hier den Wut draufhaut. Jetzt fliegen mir die Loons ein wenig weg. Da muss ich immer noch ein wenig mal drauf schauen. Wobei ich aber sagen muss, für mich ist momentan nur dieser Multiferno ein wenig gefährlich. Der Rest sollte mir eigentlich egal sein. Setzen dann hier noch den Wutzauber ab, dass wir dann beide Infernos bekommen. So, mein Ziel ist jetzt eigentlich schon erreicht, indem ich jetzt beide Infernos mitgenommen habe. Ob ich nun gewinne oder nicht, das ist mir eigentlich egal, denn der Bonus zählt ja nicht in meine, ja, Errungenschaft mit rein. Und wir gucken jetzt mal das Rathaus. Ich mache mir jetzt einfach mal einen Spaß. Wir gucken mal, Glamburg-Truppen. Zack, wir hauen jetzt mal einfach mal einen Blitz auf das Rathaus drauf. Mal gucken. Nee, da hätte noch ein bisschen mehr gefehlt. Aber so bin ich manchmal. Einfach mal probieren und schauen, wie weit man kommt. Und wir haben jetzt ihm eigentlich ein Schutzschild da gelassen. Brauche ich Pokale? Ach kommt, ein bisschen Pokale muss ich auch mitnehmen. Ich war nämlich, glaube ich, zu tief. Wir machen uns unsichtbar. Das reicht mir. Hab 122 Kilo Elixier mitgenommen. 100 Kilo an Bonus. Das heißt, ich habe eigentlich schon wieder viel zu viel. DE seht ihr selber, was man hier oben in der Meisterliga mitnehmen kann. 7 Pokale. Ist jetzt nicht allzu viel, hätte man, denke ich mal, ein wenig besser machen können. Wir gehen nochmal kurz auf Besuchen. Schauen uns das Dörfchen nochmal an, was stehen geblieben ist. Ja, wenn ich jetzt hätte besser angreifen wollen, ich möchte jetzt meine Helden auch nicht schlafen schicken, wäre es natürlich clever gewesen. Die Luftabwehr steht recht weit außen, genauso wie, ich glaube, hier war es ganz genau. Die hätte man mit den Helden natürlich von vornherein ein wenig dezimieren können. Genauso was wunderbar ist, der Magierturm steht daneben. Den kann man auch rechtzeitig ausschalten. Und hätte ich noch einen Hund mehr dabei gehabt, denn ich hatte gerade vorhin einen noch gespendet im Clan, dann hätte ich, denke ich mal, auch 3 Sterne holen können. Aber ich möchte euch ja nicht so viel vorwegnehmen. Das kommt alles noch in einen der nächsteren Let's Plays. Und ja, das soll es auch erstmal hierzu gewesen sein. Das ist auch nur eine kleine Ankündigung, was euch denn demnächst erwarten wird. Ich werde euch natürlich auch auf den Laufenden halten, wenn es irgendwas Neues, Update-mäßiges gibt, auch wenn das andere schon machen. Ich werde das mal so ein bisschen in meiner Art und Weise verwursteln. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn ich mich denn hier ein wenig durch die Clash of Clans Welt schlage und einfach sinnlos Elixier und Gold jage und den Infernos das Leeren fürchte leeren. Ha, irgendwie so kriegen wir das schon hin. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.